Ja, wir sind in Mamschich. Heint ist Sonntag, dem 27. Dem 27. Oder 26. Schön gehen. 27. November 2011. Ja, wir sitzen da in Riege, in einem Café, leben der jüdischer Kehille. Mit unserer teuren Meier Mellers, welcher erzählt uns die Geschichte von Churban Latvia, Churban Lettland, a grace in your cafe. Ein Moment, we don't have a pen. Can we borrow one? We can lie in a feather by? Offen, ja, warte. Sie mit Laien dort. Ich habe auch zu fangen, ja. Mit was bin ich geblieben? Mhm. Bei was bin ich geblieben? Wegen, als mit der rausgerufen von der Reichskommando. Ja, ich hatte eine rausgerufen der Schießenkommando. In Borowke, Silene, ist vorgekommen eine Sache. Sind gekommen die Kommando, wird arrestiert und mit Blatt genommen, haben die Möbel. Die Möbel, Wertsachen. Haben die Hiegen gesagt, Herr, das ist unsere Hiegen. Das ist unsere Sachen. Eure Sachen. Gut. Jetzt schießen alle. Und sind aber gefahren mit der ganzen vollen Maschine, mit bearbeiteten Sachen. Sie gewinnen all das Ding, was er will. Es war alles beschrieben. Sobald das Ding beschrieben. Wir haben das als Sachmal noch, ich will jetzt da nicht noch einmal. Meier Mellers, zu lange Jahr, geboren in? 29. Jahr. In welchem Chedisch? 12. Juni. Juni, dem 12. 1921 in Riege. In Riege. Ja. Tate Mame von Riege? Mame ist von Vilani, Vilon, und Tate ist von Riege. Auf Jiddisch Vilon. Ah? Auf Jiddisch Vilon. Vilon. Ja. Mame, Tate von Riege. Wie wollt man gekannt auf Jiddisch übersetzen dem Namen von euer letzten Buch? Auf Russisch, was hat mir gegeben vor einem Jahr? Die Erde muss mir davon gedenken. Die Erde muss mir davon gedenken. Gedenken. Eine offizielle Übersetzung da auf Englisch oder nicht? Von dem Titel, von dem Namen? Noch nicht. Noch nicht. Die Erde, was wir davon gedenken. Ja. The Earth we must remember. Sehr guter Namen auf Englisch auch. Ja. The Earth we must remember. Ja. Sehr guter Namen auf Englisch. Nicht allemal gelingt es auf beide Sprachen. Azar Barkan kann sich interessieren mit deinem Buch auf Englisch, wie ein wichtiges Projekt für ihn. Hat mir gebeten, ich soll mir erlauben, es zu geben. Auf Englisch? Nein. Aber ich rede wegen Englisch jetzt da. Er wollte übersetzen auf Englisch, er wollte suchen, was er will. Aber wenn er ausgeben auf Englisch jetzt da, hat das Sinn oder nicht? Ich hab gemacht ein Dogewer. Mit Yad Vashem. Yad Vashem. Das ist doch besser. Ein bisschen besser. Sie gewinnen nicht leicht, aber gemacht. Und das haben gemacht nicht ich, aber die Iden, was von Lettland, was leben in Israel. No, sie sagen die. Ich kenne sich die Minute nicht am Morgen. Ich habe sich getroffen mit der lettischen Iden, was sie gewinnen, israelischen Diplomat, der pensionierte Herr von Riege. Ihr kennt ihn sicher. No, die Familie ist mir rausgekrochen. Er lebt in Israel, in Jerusalem. Er pensioniert, er geschrieben einmal ein Buch wegen Holocaust in Riege. Ihr kennt ihn 100%. Ein israelischer Diplomat, pensioniert ist. Walk? Efter. Nein, Walk ist noch nicht pensioniert. Walk? Kennt seine Fälle. Wie viele Jahre sind Walk? Ja, 50. Nein, 60. Nein. Der Jid ist ein Jahr 70. Oder in die 70er Mistame, seht euch. Kann ich erzählen am meisten? Ja. Ein paar Tage zurück
klingt mir an. Ich bin Sholem Liebermann. Sholem Liebermann, gut. Du weißt, ich habe einen Freund und er hat seine Mutter gekriegt, ein Buch. Wir haben geredet Russisch und er sagt mir einen großen Dank für das Buch. Die Buch kann man nicht kriegen, es ist alles ausverkauft. Und er hat gemacht Xerokopies für sich, für seinen Freund. Und er will mir zuschicken die Buch von seinem Vater. Sein Vater ist durchgegangen, Riga's Ghetto, Stutthof und so weiter. Und sagte, bei ihm ist da seine Freundin, sofort lebt in Riga, sie kommt sofort und wir haben ihm die Buch. Mir gebracht das Buch, habe ich in einen Abend ausgelesen, das ganze Buch. Und wie es ist, wie die Welt klein. Er schreibt wegen sich, wir haben sie gelernt in einer Schule, ermahnt dieselbe Lehrer, ermahnt dem Direktor Garfinkel, dem riesen Breitbart. Nach dem Krieg ist er gewendet. Er ist durchgegangen, alle Maternisch. Und er ist 7 Mal der Landtourist zur Russe vorne in Israel, bis mir dem erlaubt. Und danach schreibt er, als nicht er allein ist gekommen in Israel, bald sie kommen nach Leane mit Benjen, eine mit Köln. Und ich trage sich an Leane, das ist doch mein Weibsfreundin. Sie haben doch beide gelernt in Schule. Und Kolke dann ist, gedenke ich, und sei Weib ein. Und dann sehe ich das Risikum sehr interessant. Und gerecht. Nicht in Schabes, aber gerecht in Minyan mit Churin, Isaac Churin. Er ist echt gewesen in Ghetto, echt gewesen auf Lente. Er gedenkt dem nicht, aber er erzählt genau, dass wie er hat geschrieben, dass er dieses gewesen. Die Buche gewesen übersetzt von Jiddisch auf Russisch. Sehr interessantes Buch. Das ist es. Gut, noch was für eine Frage. Euer Adress? Ein Moment, ihr habt einen geschrieben auf Lettisch, als Ding sehr deutlich. Ja. Auf Lettisch, mit Latein, aber sehr deutlich, besondere Aces. Nomen, Familie, Adress, Dom. Meine Adress, nie Dom, nie Udit. Where do you take a look Kubinjom, velvajer. Ну, там у Садрыча, ну. То им сияет. Еще кофе можете? Нет, спасибо. Не надо ехать домой. 2 часа, как договорились. И вас 2 часа уже ждут. Где он ждет вас? Нет, он придет здесь. А? Он сказал, что придет здесь. А вы ему сказали, где вы? Так он понял, я думаю, где. Кафе «Сало».
Professor. But I'm... I agreed on the phone that he's going to come here. Very good. I believe he understood that we are at the coffee place. Mm-hmm. Anyway, I like when you take initiative. Bravo. It was because of your beauty that he suggested. Otto Bichu geschrieben mein Adresse. Sie hat zwei Azeger. Was noch? Ein Moment. M. Mellers. Christian Waldemara. Käse. K.R. Was ist das? K.R. Christian. Da. Waldemara. 15? Ne, 151. Wohnung 20. 151 und Wohnung ist 20. Riga, Latvia, 1013. Ja, das ist Post. Postcode, Index. Ja, Index. Was noch? Ja. Kufreisch, KR, Waldemara. 151? Ja. 20? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, grüße nicht, Schakeach. Der Rieke, wir sollen da leben, mein Buch auf Englisch, das ist sehr wichtig. Man trinken nach grüße nach heim. Ich trage, wir können den Minion ein bisschen untersparen, er soll gegen dich hören. Eine Sache, das darf man untersparen, die nicht bei uns, aber in Israel. Versteht sich, ne? Versteht sich. Ja. Mit Yad Vashem, und wir haben Kontakt mit guten Dorf. Nur in Gott sei Dank. In Gott sei Dank. Maybe from there. That we're at a table. Wie heißt der Jid, der Reus auf Englisch, sein Buch? Ein lettischer Jid, was lebt in Amerika schon ein halbes Jahrhundert. Es hat uns gegeben von Genozidcenter, von Okkupationsmuseum, da gelebt zwischen Letten bei Essen Holocaust. Ich habe gehört. Mars, Lars, Dars. Easter ist ein modernes Thema. Und Easter schreiben alle. Ja. Und was? Dafür machen. Verschiedene Sachen. Kannst du wissen, was mehr schreibt? Nur, er schreibt, dass er nun zu der Linie von den Hige-Nationalisten, das ist sehr selten, dass er soll er schreiben. Kannst du da bei uns? Das ist Gordon, wie er hat. Ja. Ja, nur. Ja. Dem wissen wir. Ja, er macht besser von sich und tut uns mehr Schaden. Ja, nur das sage ich doch. Ja. Am Schummen. Sehr gefreut. Der größte Antisemit. Der größte Antisemit. Wir haben in Vilna ja. Zum größten Badeuren etliche Jiederlach, was tun dem Emmes von der Geschichte mehr Schaden, eider die alle Antisemiten in Vilna. Zwei Geborene noch der Mechome, die zwei Choscheme Brüder, und ein alter Jiden, der sie gewinnen in Kovna Ghetto und halt den ganzen Medellin. Eine aber, sie wissen, wie ihr Reusen nutzen. Sie kennen gut Englisch, man schickt ihr auf jeden Kongress. Sie gewinnen in Washington, sie für 84 Jahre in Washington und in London. Ja. Was für ein ja. Er wird kommen da. Ja. Ja, aha. Da ist da eine Bank da leben. Eine Bank. You think there's a bank here? I need to get money. I need also to pay him an arrear for the. Is there a bank? A bankomat? Bankomat, ja. Dorf und Winkel. Dorf und Winkel. Das Frage ist, это Da befindet sich der Hafen, was wir mehr heißen, das die Ghetto-Gas, Rigas Ghetto-Gas. Auf die Rigas Ghetto-Gas, wir haben speziell gemacht, drei Sachen kennt ihr, das sagt mehr als drei Sachen, wichtigste. Die Draht ist von den Zeiten, der Stopp von den Zeiten. Die, wenn ihr seht, die Foto von Ghetto, das wird russisch sein, wie es russiert. Die Steine, die ganze Weg, um 100 Meter, wir haben gemacht originelle Steine von Ghetto. Und die Ghetto-Gassen, Ghetto-Gassen, und wir sehen auf dieselben Steine, die Menschen haben gegangen, spaziert und der letzte Weg, wo wir hochgegangen sind.
jetzt einfach bei dem Eingang, ihr seht die Karte von Ghetto in drei Sprachen selbstverständlich. Und da geht ihr seht die Karte von Lektor von Holocaust, was ist passiert. Jetzt, wenn wir gehen rein in die Gasse von Ghetto, muss man da sehen, einzige Sachen. Вы понимаете? Ну, можно по-русски еще раз. Я много волта минут. Да, я говорю ваше имя.